Hallo Fans von All for Shooters, wir sind jetzt hier an dem Stand von B&H Waffenhandel und das B in B&H, der Jens Busch, wird uns jetzt was zu den Neuheiten erzählen. Ja, also ich bin hier bei dieser Messe nicht ausschließlich für B&H, sondern auch im Auftrag von Spohr. Wir haben ja unsere eigenen Modelle vom Thomas, die man schon kennt, den 286 Competition und den 284 Carry. Und für diese Show haben wir das Sortiment jetzt erweitert und haben noch den 285 Universal und den 283 Carry mit ins Programm genommen, um einfach die komplette Vielfalt abbilden zu können. Kurzen 3-Zöller, dann den 4-Zöller und 5-Zöller in der mittleren Lauflänge und den 6-Zöller, der wirklich dann rein sportlich ist, sodass wirklich für jeden dann das passende Modell auch dabei sein sollte. Genau, und das Modell ist jetzt quasi exklusiv für euch gemacht worden. Das wird auch nur bei euch erhältlich sein. Ja, genau. Also die Spohr baut die, so wie seine anderen Modelle auch. Ja. Aber die hat er extra für uns designt, weil wir halt uns auch zu vernünftigen Stückzahlen da committed haben. Und die gibt es dann bei uns zu kaufen. Ja. Schön. Kannst du was zu den Preisen sagen? Die Preise, die sind eigentlich relativ einfach. Der 3-Zöller, 4-Zöller und 5-Zöller, die liegen bei 2.499 Euro UVP. Und der 6-Zöller kostet 100 Euro mehr, der liegt bei 2,599. Okay. Jeweils in Stainless. Schwarz gibt es auch. Das kostet, lass mich lügen, 400 Euro Aufpreis, ja, für eine PVD-Beschichtung. Okay. Ja, schön. Wenn ihr noch mehr Infos haben wollt, schaut am besten bei den Jungs von B&H auf die Homepage. Und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Bis dahin.